stehen, sie ist bekannt. Wir auf der Straße kämpfen für eure Zukunft, weil es geht um euch und unsere Kinder. Weil schlussendlich betrifft es uns und die Generationen nach uns. Und darum ist mir mega wichtig, dass wir jetzt auf die Straße gehen und etwas machen. Es geht uns alle etwas an, es ist unsere Zukunft. Man sieht jetzt schon, dass der Klimawandel mega verheerende Folgen hat. Wir Gletscher schmelzen, auch in Afrika, mit der Wüste, die vorwärts schreitet. Dass die Politik endlich handelt, dass die Politik merkt, dass es genug Leute gibt, die sich für die Problematik interessieren. Ich würde sagen, die Sommer werden immer heißer, immer extremer und die Winter dürften milder werden. Und die Übergangszeiten, vor allem im Herbst, die werden durch starke Sturmereignisse in der Schweiz gekennzeichnet sein. Und am stärksten merkt man das in den Pol. Also dort ist die Erwärmung noch sehr viel stärker als 1 Grad und das sieht man halt am besten, dass eben Eisflächen schmelzen. Das ist so, dass man am augenfälligsten ist. Man hat eben auch Küstenregionen, die sehr flach sind, wie zum Beispiel in Florida oder Bangladesch. Dort gibt es dann sehr schnell einmal Überflutungen. Und am meisten merkt man das in den sensitiven Gebieten, das heisst im Hochgebirge jetzt in der Schweiz ganz sicher. Die Alpen, die reagieren am schnellsten. Und global würde ich jetzt mal sagen, in den Polargebieten, wo es zum Schmelzen kommt. Zusätzlich mit dem verbunden sind natürlich auch Wetterextreme. Abzahl, Tage mit Schnee, die zurückgeht. Sie merken das selber, dass man nicht mehr so häufig Skifahren kann wie früher. Also sie sind vielleicht noch jung dafür, aber ich merke es definitiv. Oder auch zum Beispiel, dass es mehr Erdrutsch gibt und Mauergänge, also wenn das Material oben runterkommt von den Bergen, weil die Berge durch die tauende Permafrostätte so wie instabil werden. Ich denke aber zum Beispiel auch Sommer, denke ich zum letzten Sommer, also dass es so heiß ist zeitweise und so trocken, das ist sehr typisch für den Klimawandel. Und es wird irgendwie einen Verteilkampf wahrscheinlich geben von Wasser. Also man muss irgendwann entscheiden, wenn sie jetzt Wassermangel haben, kommt jetzt die Landwirtschaft zum Zug oder zum Beispiel die Industrie. Wahnsinnig viel eigentlich machen, was relativ einfach ist. Sie müssen ressourcenschonend leben, einfach vor allem weniger brauchen. Sie müssen Energie sparen und bei der Mobilität sich so weit einschränken, dass sie zum Beispiel nicht in der Weltgeschichte umchatten. Das ist relativ einfach. Das gibt eigentlich jeder Lebensbereich hat etwas mit dem Klima zu tun, weil all unsere Aktivitäten brauchen irgendwie oder generieren irgendwie Energie. Man muss den Anreiz schaffen, eben sparsamer mit sämtlichen Ressourcen umzugehen. Und das geht nur über das Portemonnaie und das ist ein politischer Entscheid schlussendlich.